Hallöchen und herzlich willkommen zurück. Timos Problem ist hoffentlich behoben, man weiß es nicht, aber hört sich schon mal besser Ja, an. erstmal eine Notlösung, ne? So, Nico, ich hab dir einen Preis geschrieben, jetzt kipp ich ab und dann schreibe ich ihn dir nochmal. Mach doch. Man weiß es nicht, man munkelt nur. Welcher Knopf? Oh, 2 Pfund. 1, 9, 2, 8. Oh, cool. So, und jetzt kommt nochmal der. Voll. Welcher neue? Preis. So, fertig. Jetzt kann ich die Zeit wieder schneller machen. 6. Nein. So, Zeit ist wieder schnell. Doch, kann er. 9000 hat er bekommen. Ja, irgendwie muss ich alles nochmal überdenken. 9, 8813. Das ist echt nervig. Voll wenig Was? Bekommen. Oh, oh. Voll. Atemlos. Timo, voll seit wann China. Hast du 2 Mähdrescher? Ja, geil, ne? Nee, der eine bei gehört irgendjemandem. Aber ich weiß nicht wem. Eigentlich Nils. Nee, nein, meiner ist gerade dann Omid. Nein, meiner steht auf meinem Feld und der ist mal mit Weizen. Deswegen kann ich ja auch gerade nichts mehr machen, weil ich auf das andere. Du benutzt Omid Sachen und sagst es ihm nicht. Na klar, aber der hat ja für mich gemäht. Ne? Dann. Warte mal, ich schreib mal eben Omid, dass wir aufnehmen wollen. Ich kann mit deiner Mikroqualität bleiben, wo der Pfeffer weg. Sagst du, nachdem du meine gehört hast. Ja gut, hab ich gesagt. So, Nils, okay. Ja. Soll ich hier ein bisschen weiter dreschen für dich? Nee, danke, ich mach das alles allein. Nö, du musst mir dafür kein Geld geben, ich bin nur zu ja, faul. Ja, sorry, ich hab Echo! Ich hab so wenig Geld, ich will es jetzt lieber nicht ausgeben dafür, was ich auch selbst machen kann. Nö, ich sagte dir das Echo ist bei mir was. Timo. Oh, eine Chance. Oh, das war gut, ja, da, Timo. Irgendwie? Nils, du musst mich nicht bezahlen, wie oft soll ich das sagen? Ich verzweifle hier gerade langsam. Ach nee. Na, mal gucken, ob Timo gleich da kommt. Nicht. Der ist online, ja, der liest gerade, was ich ihm geschrieben habe. Aber Achtung, der Anhänger, der ist schon voll, also den will ich gleich erstmal wegbringen. Also ich hätte jetzt zwei, jetzt wird gleich erstmal der Uni-Mod leer, sacke die Rede aus. Könntest mein Feld besehen. Also bitte dem versuchen die Mähdrescher keinen Schaden zu machen, wenn ich es auch nicht so schlimm ist. Nils, ich kann fahren im Gegensatz zu dir. Ja, ich weiß, aber. Obwohl ich im Moment mit Controller spiele. Hm? Bist du der grüne Pfeil? Hast du auch dein Handy stumm gestellt, Nico? Oh! Das muss ja laut werden, wenn ich hier Alarm habe. Vorsichtig. So. Hast du Klingelton an? Was weiß ich? Wenn du mich jetzt anrufst, bist du raus aus dem Projekt. Das ist ja Manipulation, ist das? Alle die Nikos hätte ich nur mal Nico, haben wollen. Ich, steht bei mir in der Videobeschreibung. Also. Warte, du tankst jetzt? Also gleich. Ja, ja, dann sag, komm, ja, also, sag Bescheid, ne? Und nicht zu früh Bescheid. Okay, ja, ich will, ich stehe. Falls Sie Niklas besuchen wollen, guckt in der Justizanstalt in ihrer Nähe. Langsamer. Nee. Warte, warte. In einer Anstalt ihrer Wahl, ich bin überall vertreten. Warte. Und ich warte. So, jetzt kannst du. Okay. Alter, was ist denn hier los auf meinem Hof, ey? Hey, ich bin gerade nur ich. Nein, ich bin auch nicht angeboten. Ist gerade. Oh, oh. Party. Wo war denn meine Hupe? Gangbang. Nein, das war nicht die Hupe. Was mache ich denn hier? Hab auch da die Hupe. Hast du fertig? Ja. Bei dir ist ein kleines Kalb im Stall. Ja. Mal abschütteln jetzt. Ne? Hast ja schließlich bezahlt. So. Wie geil. Warte mal, Timo, ich möchte Rinder. Hier kaufen. Ist nicht nur ein kleines Kalb drin. Hier sind 1, 2, 3. Wenn ich 40 für Rinder... 4, 5. Du hast doch schon Rinder, ab zu meinem Nico. Anhänger. Nico, der Preis... Kauf mal bitte 20 Rinder auf meinen Hof. Differenz bei Nils ab. Er muss ihn. Woher hast du 40.000, Nico? Was? Nur so wenig? Wie viel ist denn das? Okay, also der Benzinpreis ist gerade sehr niedrig in dem Spiel. Es sind ja 100. Hm. Was kostet das Benzin gerade? Das sind 100. Überleg mal, für 130 Liter. Ja, sagen wir 1000. Im richtigen Leben bezahlt ja schon 80 bis 60. Ja, aber Landwirte Liter nicht. Vielleicht. Ja, Landwirte kriegen natürlich Rabatt. Außerdem ist das kein Benzin, sondern Diesel. Die kriegen keinen Rabatt. Diesel die tanken Wasser. Wer okay. weiß, was du da das wieder halt tankst, Diesel. Ne? Heizöl. Oh, Nils. Nee, Wassertank. Müssen wir noch eine Polizei hierher holen? Ja, gerne. Ist schon da. Timo, kauf mal bitte 20 Rinder auf meinen Hof. Du hast doch schon Rinder, oder? Meine ich nicht? Bei welchem Hof hast du ja, denn? 5! Was will ich denn mit 5 Rindern? Die musst du auch ernähren Kannst können. Kannst du wieder 120 machen, oder... Das muss schneller gehen! Wie heißt dein Hof? Das muss schneller gehen!
Ihr wart kauft wie viele Rinder möchtest du haben? 20 Rinder für Hofjansen. 20. 20 insgesamt oder gekauft? Ich kau also jetzt dann insgesamt 25 wahrscheinlich. Ja, gut. Ziehst du bei dir ab, ne? 40.000? Nur machst du wieder 120. Ja, scheiße, ist nicht zu viel. Ich verkauf jetzt Bäume, ne? Mach das. Oh, wieso müssen alle verkaufen, Mann? Ich will auch verkaufen können. Aber du kannst nicht. Ja, ich verkaufe jetzt auch gleich. Nico, machst du gerade... Nico? Ja. Welches ist denn dein Feld? Meins ist einmal Feld 2, Feld 106 und 86. Ach da. Ich fühle mich gerade verarscht. Warum? Welches soll ich denn machen? Ich treffe so einen scheiß Baumstamm, ne? Der dreht sich und wackelt hin und her und fliegt weg. Wo fährst du denn lang, Nico? Oder hin? Ich mach 86. Das ist Holz, da ist Holz drauf. Alter, mein Baumstamm ist gerade weggeflogen. Leute, wisst ihr nochmal, wo der Biohof ist? Da oben. Ja, genau, ja. Biohofstein. In ihrer Nähe. So, Dazu musst du dich hier erst aus der Map rausbangen. Ach nee, hab keinen Bock, also sag mal. Oh. Stimmt, ich hab keinen Gruber, ich könnte höchstens. Also, wer einen Handstand macht, der Trecker will, muss bei mir gucken. Niklas baut ja schon wieder seine Fahrzeuge kaputt, Alter. Oh, da ist ein Fußgänger. Drei Baumstämme auf einmal hin war vielleicht nicht die beste Entscheidung. Tja. Ohne Gegengewicht. Und shit, wo ist der Bio? Keine Ahnung, hast du nicht die PDF-Datei oder die, also die Karte? Ja, aber die Aufnahme. Ich habe jetzt keinen Bock dazu. Ganz ehrlich, hast du kein Handy, wo du da draufziehen kannst? Nee, ich hab's vergessen, aufs Handy zu ziehen. Ja, du hast hier ja Gras angesät. Wo soll ich denn? Ja, dann sag doch gleich, dass ich nur 106 kann oder welches. Ist der nicht da? Ich denn Gras angesät? Ich weiß, wie der Biohof ist. Ja, auf 2. Ach nee, da ist 2. Sorry. So, Timo, und da gehen sie hin, meine 120. Wie bitte? Machst du jetzt 120? Ich? Ach, oder, schneller machen, ja. Hab ich vergessen, ja. Was soll denn da gesät werden? Bilder. Danke. Mach mal Raps, bitte. Nee, Gerste. Okay. Gerste. So spät. Nein, Spaß. Oh, ich bin falsch gefahren. Wie der Baumstamm rumbackt. Siehst du den, der dahinter liegt? Wo liegt der hinten? Oh. Der ist weggeflogen, ja. Warum gehst du nicht, du Kackteil? Ja. Alter, spontane Selbstentzündung. Mein Trecker ist gerade einfach in den Kreis gefahren. Alter, ich habe letztens so eine geile Frage gelesen. Timo. Ich habe eine Frage für dich, wo du drüber nachdenken musst. Ja, okay, los. Kann zu vieles Kalorien verbrennen zu spontaner Selbstentzündung führen? Ja. Dachte ich mir auch. Was kriegst du für Fragen? Oh, da! Oh, wie viel? Die Frage ist geil. Was ist Fiete? Ah, meine Bäume sind hier. Die sind schon fertig. Glaube ich. Verstehe ich das jetzt nicht oder feierst du das nur weil du behindert bist? Was? Entweder verstehe ich nicht oder du feierst das gerade unnötig. Ich weiß nicht. Ist das deswegen wegen Furzen oder was? Timo, ja? Ich möchte was kaufen. Kalorien verbrennen. Ja. Das Glas, ach, ja. Was im jetzt Moment im verstanden. Angebot ist, für 850. Aber trotzdem nicht lustig. Warte sofort, ich guck gerade. Egal. Doch. Was möchtest du im Angebot? Ey, Glas ist im Angebot. Ja, klar, das Glasgewicht möchte ich das haben. Das Gewicht. 850 bei Fiete abziehen, Nico. Sagen wir 900. Gute Idee. Steht zur Abholung bereit. Fiete steht zur Abholung. So, Timo. Nico. 850. Ah, jetzt könnte man sich Mähwerke kaufen, wenn man später ein größeres. Wollen wir uns mal dieses Glas-Mähwerk zusammen kaufen und das vor so ein Klein machen? Das kannst du knicken. Das kannst du knicken mit dem Mähdrescher. Oh, nee. Ich glaube, nee. Das wäre aber voll witzig. Dafür erst einen Zentimeter, kannst du gleich abtanken. Ja. Nico, da war ich musst du wahrscheinlich jedes Mal sogar abtanken. Das ist ja das Witzige. Oh, witzig. Mach bereit, ich bin jetzt gleich am Verkaufen. Nils, sag einfach, ich kipp jetzt ab, dann sag ich warte, mach die Zeit runter, schreib alles und du, ne? Also, natürlich könnte ich es jetzt schon machen, dann würdest du aber weniger kriegen, kann ich dir jetzt schon sagen. Weil wir haben inzwischen so viele Fahrzeuge und Anbaugeräte, das sind alles Kosten. Was? Oh nein! Was ist los? Leck, und bin ich gegen Zaun gefahren und mein Trecker hat über 60% Schaden dazu gekriegt. Nico, das passiert mir auch ständig. Ja, ich hab 5 Bäume verkauft.
Ich komme mit 74%, aber noch 10.000. Wie viel hat das Programm jetzt eigentlich gesagt? Anderthalb, ne? Das werden wir in den nächsten Folge erfahren von Landwirtschaftssimulator 2013. Bis dahin.